Hallo ihr Lieben, bevor ich ab in den Süden düse, möchte ich euch zeigen, was ich mir vor kurzem gekauft habe und möchte das auch gern mit euch packen. Und zwar habe ich mir von Mambi diese Happy Planner Tasche, glaub bei Dani Pois, zugelegt. Ich habe zwar von der lieben Christine einen Schlafi für die dicke Betsy. Aber den Stoff möchte ich nicht gern unbedingt im Dreck rumschleifen, im Sand, im Kies, wie auch immer. Oder wo auch immer. Und ja, die Tasche kennt bestimmt jeder. Oder viele. Und deswegen möchte ich sie jetzt einfach mal schnell noch mit euch packen, weil das ist das letzte Packstück, was noch im Auto fehlt. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass dieses Zeichen hier irgendwie auf der falschen Seite ist. Es hätte hier besser gepasst, denn wenn man sie, also immer ein bisschen darauf achten, wo das Zeichen jetzt ist, weil wenn man sie öffnet, kommt nämlich, jetzt muss da Hochzeit sein draußen, hier diese Einstecktasche für die dicke Betsy und nicht auf der Seite. Ist aber auch jetzt völlig Schnuppe. Ich werde mich irgendwann mal dran gewöhnen. So, jetzt mache ich das mal noch schnell auf. Dass es ja aus mehreren Taschen besteht, wissen bestimmt auch viele. Das Etikett habe ich mal noch dran. Ist so noch so mein, naja, wie soll man sagen, das Markenzeichen, dass es noch mir gehört. So, dann haben wir hier die Tasche. Und ich hätte erst gedacht, die dicke Betsy passt nicht rein. Denn meine ist ja gepimpt, wie ihr ja eigentlich auch alle schon wisst. Das ist ja so ein Mega-Monster-Ding für 2 Jahre. Und doch, die passt rein. Deswegen schieben wir die auch als erstes rein. Und hat sogar noch Spiel. Hätte ich nämlich nicht gedacht. Ja. Und man kriegt es dann immer noch easy peasy zu. Und jetzt befüllen wir, also die Betsy ist drin, da kann jetzt nichts mehr passieren, die kann nicht mehr vergessen werden, es sei denn, ich lasse die Tasche stehen. So, dann haben wir hier die zwei abnehmbaren, durchsichtigen Taschen. Und die befüllen wir jetzt. Zum einen habe ich mir so überlegt, Klebestift muss rein. Ich mache mir aber zwei unterschiedliche Einteilungen. In die unterste mache ich den Klebestift. Oben, ne, auch unten, machen wir mal unten, kommen verschiedene Washis. Ich nehme mit, ich weiß gar nicht, ob ich Washi überhaupt brauche. Was denn, tun wir da eh nicht. Aber glaube ich, für mein Feng Shui muss ich es mitnehmen. Als Washi-Suchti. Einmal dieses Rosé-Goldene vom Action. Rein. Dann ein paar. Ach, vielleicht sollte ich doch noch mal die Betsy rausholen, damit ihr auch wisst, warum ich welches Washi mitnehme. Und zwar habe ich ja auf Instagram und Facebook haben es ja schon einige gesehen. So, Juli stimmt nicht mehr dann, sondern August. Das ist erstmal meine Monatsübersicht. Nicht viel drin diesmal. Und dann habe ich ja die Wochenübersichten. Die erste Woche in Maritim Blau. Die zweite in Maritim, so violett, Türkistöne. Und dann, ja, die Seite dürftet ihr eigentlich noch nicht sehen. Habe ich ja nur bis hierhin gepostet. Das ist dann eben, ja, ein Tag Urlaub, ein Tag Rückreise, ein Tag Geburtstag. Und für Blau und Violett habe ich mir dünnes Washi rausgesucht. Das Gelbe passt nicht, aber das Gelbe brauche ich für die Sonne. Das ist einmal ein ganz zart violettes. Ja, man sollte es auch in die Kamera halten. Es ist wahrscheinlich nicht mal richtig zu erkennen. Das ist ganz zart violett mit lila Blümchen. Dann so ein, warum kommt es jetzt blau? Das ist eigentlich so ein Petrol. Nochmal in Violett und Flieder. Also sind die violetten Streifen kräftiger.
Dann ein helleres Lila. Dann eins mit ja, Türkis. Violett ist gar nicht zu erkennen. So, und ein gelbes. So, dann machen wir die Betsy wieder zu, schieben wir gleich rein. Die kommen jetzt hier rein. So, dann ein paar breitere. Wie sollte es anders sein? Ein glitzerndes. Fürs Wasser. Ein anderes eben in einem hellen Violettton. Ich glaube, die sind auch vom Action oder die sind vom Lidl. Weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Dann ein breiteres gelbes. Das hat dieses Chevron-Muster. Dann dieses, das ist auch vom Action, mit Silberschmetterlinge. Ein Rosé mit Punkten. Also ich bin da so ein bisschen mehr neutral geblieben. Wird wahrscheinlich gar kein Washi brauchen, aber egal. Und dann drei eben in so ja, Wassertönen. Wasserwiese. Einmal wirklich mit Wassertropfen. Wassertropfen ist für mich ja nicht immer nur Regen. Das können ja auch am Strand und wo auch immer. Und dann eben so ein gepunktetes und die gleichen Farben hat dieses. Kommt hier unten rein. Also ihr seht, es passt eine Menge rein. Die Tasche geht auch noch zu. Getestet habe ich es jetzt nicht. Zur Sicherheit einmal Tesa. Ganz normales. So, das wäre jetzt erstmal die Tasche da unten. Ne, da machen wir noch den Radiergummi mit rein. Den habe ich von der lieben Christine in der Geburtstagspost. Das war jetzt mal erstmal hier unten. Nein, da fehlt noch was. Und zwar noch ganz normales Klebeband. Machen wir auch hier rein. So. Jetzt sollte sich der hier ein bisschen querlegen. So. Hier oben mache ich jetzt alles, was Stifte ist. Stifte, Scheren. Ich fange an mit zwei verschiedenen große. Weiß nicht, ob ich Scheren brauche. Was ich dabei habe, habe ich dabei. Ich habe eigentlich noch nie Bastelkram oder irgendwas mitgenommen. So, dann legen wir mal los mit den verschiedenen Schreibstiften. Das ist dann eben ein roter, auch von der lieben Christine. Glitzer. Glitzer muss mit. Und Lieblingsfarbe Rot. Dann ein CD-Marker, weil er eben wasserfest ist. Und schwarz. Den goldenen, den nehme ich auch einfach so mit. Das ist der Faber-Castell Pitt Artist Pen in Gold von der lieben Christine. Darf mit. Hat keine Funktion wahrscheinlich, egal, ich habe ihn mit. Dann einen schwarzen Friction, weil man den eben radieren kann. Und meine zwei Lieblingsstifte bisher sind die Pigma Micron, einmal in 0,1 und einmal in 0,5. 0,3 brauche ich eigentlich gar nicht. Dann, wo haben wir den? Ja, ein Bleistift nur? Doch, ich habe mir wirklich nur einen Bleistift hingelegt. Okay, ein ganz normaler Bleistift und ein Hautfarbe. Das ist ein Da Vinci. Weiß nicht für was. Ist halt dann mit dabei und fertig. Was aber auf jeden Fall mitgeht, sind diese drei vom Action. Diese Kalligrafiestifte, weil ich auch dieses Buch mitnehme. Das habe ich nämlich von der lieben Karina.
Kage Kreativ war das vorher. Wie heißt Ihr Kanal jetzt? Oder ist es jetzt Kage Kreativ und vorher hat es einen anderen Namen? Ich glaube, so rum. Das Handlettering-Buch, das habe ich von ihr bekommen zum Geburtstag. Auch nur die ersten Seiten angeschaut, nichts drin gearbeitet. Das wird meine Abendbeschäftigung, falls mal Zeit sein sollte, dort im Urlaub. Packe ich mir mal hier drunter, dann vergesse ich es nicht. So, die sind drin. Die Stifte hatte ich mir doppelt gekauft. Carina hatte mich angeschrieben, dass es die gibt. So. Dann möchte ich natürlich zwei so kleine Stempelkissen mit. Die mache ich hier bei die Stifte mit rein. Den kleinen Wassertankpinsel von der lieben Christine. Und wo ist meiner? Ich habe hier auch einen hin. Komisch, der will nicht mit. Oder? Nö, der will nicht mit. Den muss ich nochmal suchen. Oder habe ich den doch schon drin? Nee. Also auf jeden Fall geht der Wassertankpinsel mit. Dann zwei Klemmen. Die zwei Klemmen aus folgendem Grund, weil ich dieses Buch von der anderen Carina, haben wir mal getauscht, ein Flipbook-Tausch war das mal, da hat sie mir dieses mitgeschickt und das nehme ich mir mit als ganz normales Notizbuch, allein weil Gorgeous drauf ist, dann in Blautöne, Urlaub, ja, darf diese mit, die zwei Klemmen mache ich auch noch rein, dann um Washi abzureißen, eine alte Bauhauskarte. Was habe ich noch? Ach, Sticky Tape in 0,6 mm. Für falls Washi nicht halten will. Falls also das normale Klebeband versagen wird, durch Hitze oder so, ist das durchaus möglich. Da unten ist immer sehr, sehr heiß. Natürlich ein Tippex-Roller. So, ich glaube, die Seite habe ich jetzt befüllt. Schnell mal durchgucken, ja. Obwohl sich mein Wassertankpinsel immer noch versteckt. So, dann ist die Seite voll. Oder habe ich den da unten noch zu liegen? So, die dicke Betsy ist jetzt rein. Um die geht es ja. Das ist diesmal ebenfalls, da mache ich mir direkt Notizen rein, wann wir wo waren, was wir gemacht haben. So, dann schließe ich schon mal diese Seite. Dann befüllen wir die andere Hälfte. Das ist nämlich zum einen diese große Tasche. Ihr seht, die kommt immer noch recht weit raus. Ich war echt erstaunt. So, mit dem Notizbuch muss ich gleich schauen, wie ich es mache. Aber auf jeden Fall kommen hier rein Sticky Notes in einmal. Dieses ist auch von Mambi direkt. Für Happy Planner. Dieses habe ich von der lieben Rosi. Auch mal, nee, in der Ü-Post mal gehabt. Diese von der Carina Kage Kreativ oder Kages Kreativ. Diese auch von der Rosi. Ich dachte, die sind schön flach und einfach mal so irgendwo hin. Sind die super. Ich nehme des Weiteren mit. Diese Sticky Notes, einfach nur weil hi, bla bla bla. To-Do brauche ich wahrscheinlich gar nicht und dann hier einfach mal noch schnell. Ich werde diese wahrscheinlich eher für das Notizbuch nutzen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die jetzt mitnehme, aber was halt dabei ist, ist dabei. Was habe ich denn noch?
Genau, einmal ein wasserblaues Papier. Kein Plan für was. Diese Sticker. Falls wir doch irgendwie einen Zahnarzt aufsuchen müssen, halt da unten. Hatten wir alles schon? Oder einen normalen Arzt? Wetter, falls es mal nicht so toll ist. Da sind dann eben auch dazu die Schirme. Wenn wir irgendwie in einem Café sitzen, wo Musik gespielt wird oder so, dann kann man sich daneben dann die Noten machen und so. Ich glaube, hier habe ich auch mal von der Rosemarie. Geburtstag fällt dann wahrscheinlich aus. Da sind wir wahrscheinlich noch unterwegs, wenn der Zwerg Geburtstag hat. Also auf dem Rückweg. Kommt trotzdem so mit. Dann dieses Klartext-Stempelset von Dani Poise darf mit, weil die anderen zwei lasse ich daheim. Ich habe noch eins extra eben für Videos und also Videos planen, dann Social Media und so, das bleibt hier. Dieses nehme ich aber mit, weil da eben Urlaub draufsteht, falls wir irgendwas da klären müssen. Keine Ahnung. Gibt bestimmt irgendwas. Und wenn es nur ist, wo ist die Waschmaschine oder keine Ahnung. Fällt einem sowieso immer nach ein paar Tagen dann auf. Der Plan oder ich will oder was ist hier noch? Mittagessen, Abendessen, Wellness-Tag, planen. Na, Termin fällt dann wahrscheinlich aus. Das werden wir nicht haben. Aber eben so Kleinigkeiten wie Koffer packen, für den Rückweg. Was ist dann noch? Kamera für Fotos. Also kann ich mir hinstempeln, wann, meinetwegen, wir wo Fotos gemacht haben. Die Ideen kommen dann sowieso erst dort. Ja. Falls wir uns da mit irgendwelchen Leuten treffen wollen, ergibt sich auch immer. Kenne ich auch zu Genüge. Man denkt immer, man fährt allein und dann irgendwann sitzt man da mit 7, 8 Mann an einem Tisch. Unbekannterweise. So, damit ich auch stempeln kann, gehen die zwei mit. Archival-Ink, Memento. Aus folgendem Grund. Ich nehme nämlich auch meine Tombos mit. So, da kommen wir zum nächsten Schwung. Das ist der Acrylblock, ein größter. Warum auch immer ich den mitnehmen will, weiß ich nicht. Das Watercolor Paper kommt mit. Meine Tombos kommen mit. Für nämlich Aquarellgeschichten. Und da ist nämlich mein Wassertankpinsel. Der kommt auch noch rein. Jetzt muss ich das wohl doch nochmal aufmachen. Einmal umschwingen. Das war sogar noch offen. So. Er will also doch mit. Außerdem ist immer besser, man hat zwei dabei, falls einer von die Buben dann komischerweise auch Lust dran findet. Kenne ich auch alles zu Genüge. Erst dann im Urlaub ist immer alles toll. Ich nehme mit, falls ich wirklich einen Abend total Langeweile haben werde, kann ich mir hiermit. Das ist ein ganzes Sticker-Kit von Vintage Sticker Tree. Mir meine nächste Woche für hier daheim gestalten. Ich hoffe, die überleben die Hitze. Kommen auf jeden Fall hier mit rein. Jetzt kommen wir aber schon der Sache dem Ende näher. Ich nehme noch mit dieses Mandala. Und dieses auch von, das ist hier von der lieben Christine, schön einseitig, kann man bestimmt einfach ein olles Papier zwischen und dann ein bisschen aquarellieren, was mir gerade unheimlich Spaß macht. Und das war's auch, glaub schon. Stempelkäfer drin, das ist drin, das sollte nämlich jetzt eigentlich theoretisch hier hinten reinpassen. Ja, passt auch. Ich muss euch wohl mein Stück überrücken. Und
was man nämlich mit hat, hat man mit. So, das ist auch drin. Ja, das war es eigentlich diesmal schon. Das andere geht in den Rucksack von dem Zwerg, also normale Buntstifte. Hier können wir das ja noch ein bisschen so und so verteilen. Der kriegt ja diesmal seinen eigenen Rucksack. Auch er hat einen neuen. Wasserfest ist drin, also bleibt es das on hier. Ach, vielleicht sollte ich noch eine Klebemaus einpacken. So, Klebemaus noch rein. Und das war's. Jetzt machen wir das gute Stück zu. Schwer wie Hund. 40 Meilen habe ich gefreut. Aber das ist meins. Um die Tasche kümmere ich mich. Und Christine, ihr Schlafi muss nicht in den Dreck. So. Ach, was ich noch genau mitnehme, was aber jetzt nicht bei mir hier reinkommt, das ist einmal diese Tasche. Einfach so für unterwegs, wo ich meinen Schlüssel reinpacke. Die habe ich auch von der lieben Christine. Oder eben die Schlüssel von der Anlage. Und diese nehme ich halt für den Zwerg mit. Für sein Ausmalbuch sind eben diese Faber Castell. Die könnte ich gleich nochmal geschwind spitzen. Aber das war es dann auch schon. Weil das geht alles bei ihm mit. So. Klappe zu. Und die geht zu. Ich weiß das. Das klemmt jetzt nur wegen dem Buch da hinten. Wenn ich muss ich das Buch auf die andere Seite. Oh. Na, doch noch mal ein bisschen was schieben. Ach ja. Die Klebemaus muss runter. So. Jetzt eigentlich Hälfte ist Tünnef. Die nutze ich gar nicht. Weiß ich jetzt schon. Aber 2 Wochen sind doch ganz schön lang. So. Und die Tasche ist gepackt, die ist zu. Hat immer noch eigentlich oben Luft. Und hier eben auch. Die Ecken sind noch nicht ausgefüllt, wie man sieht. Könnte also theoretisch, könnte man noch die Ecken befüllen. So, ja, dann verabschiede ich mich. Und sage mal, bis die Tage. Euch ebenfalls einen schönen Urlaub, falls ihr wegfahrt. Wenn nicht, schöne Sommertage daheim im Garten oder auf Balkonien. Auch die sind schön. Machen wir ja danach auch, wenn wir wieder zurück sind. Machen wir auch nichts anderes mehr. Ja, also das war's schon. Bis dann. Tschüss.